Dieses Programm zeigt schockierende Bilder, die nicht für alle Zuschauer geeignet sind. Die Namen der Toten wurden geändert. Spielen Sie nichts aus diesem Programm nach. Es wäre Ihr sicherer Tod. Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich bin der Gunnar alias Tiefe der Korrekte. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und das ist wieder der zweite Donnerstag. Und das bedeutet, wir arbeiten wieder zusammen Hand in Hand mit dem guten Adrian von Tod gehört. Und der hat sich ja nun letzte Mal dezent aufgeregt über Nano War of Steel mit Schwanzweit. War absolut nicht seins. Ist völlig okay. Ich feiere diesen Song. Andere auch. Andere wiederum nicht. Ein sehr, sehr interessantes Video. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, um zu sehen, wie unterschiedlich die Meinungen zu einem Song sein können. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Adrian so ein bisschen pissig war oder ein bisschen sauer war. Auf jeden Fall hat er mir den Song Teufelnacht mit Black Metal ist tot zugesandt, hat gesagt, so, das darfst du dir jetzt mal angucken. Er sagt natürlich nachher wieder was dazu. Dann bekommt er von mir einen Wunschsong. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal rein. Klingt auf jeden Fall nach, ja, Black Metal. Wer hätte das gedacht? Yay! Nachdem wir ja Anfang der Woche sterbend hatten mit Einsamkeit, hoffe ich, dass dieser Song nicht ganz so melodramatisch wird. Aber wir schauen erstmal rein. So, dann lassen wir uns mal überraschen mit Teufelnacht. Black Metal ist tot. Da steht schon. Und ja, gehen wir mal rein. Okay, ich habe schon mal keine Ahnung, wird wahrscheinlich so ein Black Metal Insider sein, was da gerade stand. I don't know. Kriegsgebiet. 1, 2, 3, 4, Black Metal ist tot! Wenn man nur den Tod in den Fall. Oh Gottes Willen. Ja. Oh Gottes Willen, das geht ja gut los. Ah, das war doch so ein Bosum-T-Shirt, oder? Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Das war doch mit diesem ganz komischen Typen da, der so ein bisschen eine ganz komische politische Meinung hatte. Aber okay, na, wir wollen uns ja nicht zu früh urteilen hier. Schauen wir uns erstmal ganz in Ruhe an. Okay. Aber mal ernsthaft, also noch klischeehafter geht es ja schon gar nicht, oder? Ich meine, ich will jetzt nicht nochmal den Schniedel sehen, aber hier die Axt. Hier die Axt. Und der Totenkopf. Die Kerzen, natürlich. Das, dieses Video, ich will jetzt niemanden angreifen, aber das sieht so schon nach diesem übelst asozialen Mettler aus. Richtig schön verranzt, schön Dosensuppe. Wahrscheinlich noch die Pfandflaschen vom letzten Abend. Ja, geil. Vaseline? Gönn. Oh. Oh, war das Satanic Warmaster? Ist auch so NSBM, oder? Tatsächlich, Satanic Warmaster. Aha, okay. Gott. Alter Schwede. We'll be right back.
Ja, doch, so ein richtig, richtig abgefuckter, asozialer Metaller. Oh Gottes Willen. Geiles Video. Oh. Wirklich Schwarzmetall. Okay, ich wollte jetzt nicht da stoppen, aber wer ist denn das hier? Krimansch. Wer ist denn das? Ich kenne mich da nicht aus. Ist wahrscheinlich auch wieder irgendein Black Metaler oder sowas. Was hat der gemacht? Haut's mal in die Kommentare. Ich kenne mich da nicht aus. Vielleicht, kann der, vielleicht sagt ja Adrian nachher, dazu was. Ich kenne den nicht. Ach so, es sind nicht lustig. Ja, das war Teufelnacht mit Black Metal ist tot mit einem extrem fragwürdigen Video. Also, ich nehme mal an, es soll nicht ernst gemeint sein. Davon gehe ich mal stark aus. Also, am Anfang könnte man denken, so, ja, wir sehen hier das Leben eines sehr asozialen Metallers. Ja, also, wir haben wirklich die Rotzwohnung oder Müllhalde schlechthin. Ja, und er lebt sein Leben, geht einkaufen, trinkt sich den Hucke voll, besäuft sich, spuckt alles an, was irgendwie religiös wirkt und geht dann auf den Friedhof und säuft da weiter und holt sich oder fummelt sich da in Gedanken an irgendwelche Black Metal Sänger oder irgendwelche Typen. Ich nehme mal an, dass die irgendwas getan haben werden, weil ich kenne mich da in der Szene überhaupt nicht aus. Aber ihr vielleicht, ha? Haut es in die Kommentare. Der Adrian wird auch gleich zu Wort kommen. Bin gespannt, wie er zu dem Video, wie er das finden wird. Mal schauen, ich gucke mir das ja auch immer erst an, wenn ich das gesehen habe. Aber ich nehme mal an, es ist nicht ernst gemeint. Alleine schon die letzten Szenen, ja, als dann der andere Metalhead kommt und die sich da befummeln, knutschen, rumfummeln, Liebe machen. Gehe ich mal stark davon aus, dass dieses Video komplett spaßig gemeint sein soll und null ernst gemeint sein soll oder einfach vielleicht eine, so ein Diss oder so ein Hate gegen nationalsozialistische Black Metal Bands, die es hier so auf diesem Kanal nicht geben soll. Deswegen sichere ich mich ab und zu mal ab und wenn ich mir absolut unsicher bin, wird es sowas einfach nicht geben, weil sowas ist grundsätzlich scheiße Rassismus und alles, was irgendwie damit zusammenhängt, ist scheiße. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wer damit ein Problem hat, kann gerne den Kanal verlassen. Das wird es hier so nicht geben. Auf jeden Fall interessant. Würde ich mir kein zweites Mal anhören. Es ist einfach nicht meins. Diese Stimmlage kommt mir nicht. Es ist immer noch angenehmer als sterbend. Das muss man dazu sagen. Aber das ist auch, glaube ich, keine große Kunst. Sterben mit Einsamkeit war einfach unglaublich anstrengend.
unfassbar anstrengend. Aber dieses Gitarrensolo oder was da später kam, das war geil. Das hat ein bisschen Bums gegeben und hat mich auch nochmal so ein bisschen aufhören lassen. Aber ansonsten, meins ist es nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Haut's in die Kommentare. Jetzt lassen wir aber erstmal die Adrian von Tod gehört zu Wort kommen. Adrian, bitteschön, deine Meinung. Hallo Gunnar, Adrian von Tod gehört hier und ich hoffe, du hattest Spaß mit Black Metal ist tot von Teufelnacht. Geil, oder? Ich habe es mir direkt vorbestellt. Die Vinyl kommt Anfang August und ich freue mich schon, sie mein eigen nennen zu dürfen. Großartiges Video. Es ist mehr oder weniger Satire. Man darf das Video auf jeden Fall nicht zu ernst nehmen. Denn klar, man sieht da Vag wie Kernes Bursum-T-Shirt, man sieht absurd, also Hendrik Möbus, kurz als Einspieler, Kahnwurf taucht auf, er hat eine Satanic Warmaster Vinyl hier rausholt. Jetzt kann man sagen, oh, das ist doch alles hier Grauzone und ganz böse Bands. Darf man sowas zeigen in einem Musikvideo? Ja, in dem Zusammenhang macht es auf jeden Fall Sinn, denn es persifliert. Es zeigt satirisch sozusagen den Absturz oder sozusagen hinter die Fassade eines ultra-truen Elitisten, der diese ganzen Grauzonen, harten Bands hört und in Wirklichkeit, ich will nicht sagen, ein ziemlich armseliges Leben führt, aber ja, man merkt es, sein Leben schon so ein bisschen aus den Fugen geraten ist, lebt mehr oder weniger auf einer Müllkippe, jo, kauft sich irgendwie noch sein Bier im Supermarkt, trinkt den Schnaps auf dem Friedhof und an der Bushaltestelle und mehr ist an seinem Tag nicht. Jo, und abends kommt dann sein Kumpel vorbei und sie tauschen, diese beiden ultramännlichen, archaischen Elitekrieger, tauschen Küsse und andere Zärtlichkeiten aus, da sie in Wirklichkeit homosexuell sind. Sozusagen dieses Überspielen der eigenen Sexualität, eine Homosexualität mit archaischer Männlichkeit, mit diesen extremen Bildern von Männern, die Kriege führen und Panzern und von Schwertern und sonst irgendwas, was halt so gerade im krassen Black Metal unterwegs ist. Es ist ein schon krasses Statement, was da geliefert wird. Finde ich sehr, sehr cool. Es ist nicht so, dass es sich hier komplett, wie gesagt, komplett über den Black Metal lustig macht. Da gibt es ja auch andere Sachen, so Lich King oder so. I hope you get hit by bus, Black Metal sucks. So ist es nicht. Das Video zeigt, dass sich diejenigen, die das gemacht haben, ja schon sehr gut mit Black Metal auskennen. Auch musikalisch, das finde ich toll. Und ja, die ganze Auswahl der T-Shirts, der Motive, die man sieht, zeigt schon, dass man da sehr, sehr tief in der Materie drin ist. Ich finde es, wie gesagt, großartig. Und ja, nehmt es nicht zu ernst. Es ist Satire. Und als das sollte man es auch sehen. Es richtet sich gegen die ganzen NSBM-Idioten. Es ist wirklich kein, ja, nichts Schlimmes, was eigentlich die Leute damit sagen wollen, die das gemacht haben. So, das war's auch schon. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, Adrian von Tod gehört. Abonniert gerne Tod gehört für tollen Metal-Content. Ihr wisst Bescheid. Und ja, siehst du, der Adrian ist so begeistert, dass er sich gleich die Vinyl davon bestellt hat. Da haben wir wieder unterschiedliche Meinungen, aber gut, ich flippe jetzt nicht so völlig aus wie der Jute, aber ist auch völlig in Ordnung. Aber siehst du, es ist Satire, ja, dachte ich mir schon, weil ich dachte mir so, okay, es wirkt halt schon ein bisschen strange, gerade mit dem Ende hin. Dachte ich mir schon, dass man das Ganze so ein bisschen, na, vielleicht ein bisschen so ins Lächerliche ziehen möchte. Ne? Aber gut, siehst du. Aber wie gesagt, eure Meinung ist mir wichtig, haut es auf jeden Fall bitte in die Kommentare. Und er hat auch ein paar Namen genannt. Ich nehme an, das werden die Typen sein oder die Bands sein, die da vorgestellt wurden. Scheinbar alle so ein bisschen NSBM-mäßig angehaucht. Wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen bedeckt. Ach ja, der Adrian soll ja natürlich nächste, also in 2 Wochen auch wieder was bekommen. Und da habe ich mir über Bandcamp, habe ich mir da was rausgesucht. Und zwar, ich werde es ja unten einblenden, weil ich werde es bestimmt falsch aussprechen. Und zwar Drawn and Contoured mit Rotting Abomination, The Cleansing. Ja? Ich blende die hier unten nochmal ein. Ich habe es über Bandcamp, weil ich dachte mir so, oh, wir werden mal Bandcamp ein bisschen durchforsten. Und das waren mit so die ersten, die ich gefunden habe. Die haben auch ein Video oder ein Lyric-Video oder einfach nur so ein Standalone-Video bei YouTube. Und deswegen kannst du es dir gerne mal reinknüppeln. Bin sehr gespannt. Ich habe da mal 5 Sekunden reingehört. Dachte mir so, oh, mal wieder ein bisschen Schmackes. Mal ein bisschen, ich glaube, Death oder Brutal Death Metal. Haben wir ja auch schon länger nicht mehr, von daher, und ist ja mehr so dein Genre, glaube ich. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß, ich bin über deine Meinung gespannt. Ihr könnt wieder in den 2 Wochen einschalten. Ihr könnt auch gerne mal abgedrehte Videos oder so auch gerne mal posten. Vielleicht kann ich das den Adrian vorschlagen, falls er das noch nicht kennen sollte. Und selbst wenn, ha, habe ich Pech. Auf jeden Fall vielen Dank für die sehr interessante Empfehlung. Wenn euch Teufelnacht gefällt, checkt gerne die Links ab. Da werde ich euch natürlich Teufelnacht, das Video, die Band verlinken, natürlich den Adrian ebenfalls. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.